Hallo und herzlich willkommen im Zen Garden Paraguay zum Bautagebuch. Und diese Woche gehen wir gemeinsam durch das Haus Orchidee, welches bereits in der Vermietung ist und Sie können sich Ihr eigenes Bild machen. Zudem zeige ich Ihnen, was in der Außenanlage alles an Fortschritt passiert ist und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für Sie. Ja, und bevor ich es vergesse, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte wie immer Daumen hoch und ja, los geht's! Und wir sind im Haus Orchidee. Und wie wir schon erzählt haben, die Vermietungen laufen bereits. Und das Haus Orchidee ist jetzt gerade nicht in der Vermietung, sonst wäre ich natürlich nicht drin. Und genau deswegen nehmen wir die Chance heute wahr und wir zeigen Ihnen, wie es im Moment innen aussieht. Ja, Sie sehen, der Wohnbereich, Couch, Bild, Couchtisch, alles schon vorhanden. Fernseher natürlich auch, eine kleine nette Stehlampe in der Ecke und natürlich das Wichtigste, Klimaheizung oben drüber. Das heißt, je nachdem, im Moment, ein paar Nächte war es kalt, da ist natürlich dann hier mit der Klimaanlage geheizt worden und die Gäste haben uns bestätigt, funktioniert super gut. Und jetzt scheinen wir wohl vielleicht den Winter schon ein bisschen hinter uns zu bekommen. Und es wird deutlich wärmer und heute kann man schon die Klimaanlage anschalten, wenn man das möchte. Aber wie gesagt, die Isolierung ist hier so angenehm. Sie sehen, ich bin kurz in dem Hemd unterwegs und ich brauche noch keine Klimaanlage hier drin. Die Wohnküche, Sie haben es ja in unserem Video schon gesehen, von einem Schweizer Schreiner-Team gemacht. Und auch hier, unsere Gäste waren sehr zufrieden, haben es auch nochmal gelobt und ja, ich muss sagen, mir selber gefällt es einfach auch super gut. Ja, wir haben auch hier gleich mal die Toilette noch offen gelassen. Einfach, dass man sieht, es funktioniert mittlerweile alles, ist soweit eingerichtet. Was die Dekoobjekte betrifft, da werden wir natürlich nach und nach noch ein bisschen mehr hier dekorieren. Wie gesagt, die ersten Gäste sind uns mehr oder weniger empfohlen worden, übergeben worden, denn im Moment ist es sehr schwierig in Paraguay, gerade wegen der neuen Regelung zur Quarantäne, eben auch eine Unterkunft zu finden, eben die groß ist, wo Garten mit dabei ist, wo man sich schön aufhalten kann, denn die meisten Hotels lehnen gar Quarantänegäste ab, denn man hat kleine Zimmer, darf nicht raus und das ist denen dann auch natürlich ein bisschen zu heiß, weil wie gesagt, nach 5 Tagen nur in einem kleinen Zimmer zu zweit, zu dritt, zu viert ist natürlich schon eine kleine Herausforderung. Ja, wir schauen uns weiter um, wie es oben aussieht. Folgen Sie mir einfach. Bevor ich jetzt in den ersten Stock mit Ihnen gehe, hier auch noch unser, ja, wie soll ich sagen, unser kleiner Lagerraum in Anführungszeichen, wo auch Koffer rein können. Wir stellen hier gerne, gerade wenn es natürlich nicht bewohnt ist, stellen die Gartenmöbel hier ein. Da wird es später aber auch einen ganz eigenen Raum für geben. Wie gesagt, heute im Moment noch nicht, deswegen nutzen wir es natürlich in dem Moment für die Gartenmöbel. Wenn Sie natürlich aber hier sind, dann steht Ihnen das natürlich für Ihre Koffer, für Gepäck zur Verfügung und es steht Ihr Gepäck ja nicht einfach im Weg rum, sondern man kann es wunderbar hier verschwinden lassen. Und jetzt gehen wir hoch in den ersten Stock. Wir sind im ersten Stock und das war jetzt mittlerweile schon erprobt, funktioniert alles. Ja, brauche nicht viel zu sagen, wie so ein Bad im Salter. Es ist einfach schön gereinigt. Groß, man hat 2 Waschbecken, hinten die begehbare Dusche mit der, ich finde, der sehr schönen Fliesenoptik, die wir da haben, also mit den Fliesen, die wir da rausgesucht haben. Und Sie sehen, die Fliesen, die in der begehbaren Dusche sind, setzen sich dann hier als Rahmen bei den Fliesen fort. Gehen wir rüber in die beiden Schlafzimmer. Unser Jugendzimmer. Ich finde, es ist sehr, sehr schön geworden. Und Sie sehen, wir haben auch heute schon wieder frisch bezogen. Warum? Weil übermorgen sehr in der Früh bereits die nächsten Gäste kommen. Und dann haben wir gesagt, okay, da dürfen wir das heute schon mal beziehen, damit alles soweit in super Zustand ist. Ja, viel erzählen, glaube ich, brauche ich darüber nicht. Man muss sich sein eigenes, im wahrsten Sinne des Wortes,
Bild machen. Natürlich, es gibt hier übrigens mehrere Kleiderschränke. Hier haben wir einen ja, in der mittleren Größe und hier an der Seite, das haben Sie gerade hinter mir gesehen, steht noch ein etwas kleinerer Kleiderschrank für lange Sachen zum Aufhängen. Natürlich auch hier das Zimmer mit Klimaanlage, Klimaheizung. Und da wird mir schon der Schrank aufgemacht. Also schauen wir rein. Und ich denke, es ist keine Überraschung, ein ganz normaler Kleiderschrank ohne besondere Vorkommnisse. Schauen wir uns das große Schlafzimmer an. Ich finde das besonders schön, einfach weil die Farbkombination auch mir persönlich sehr gut gefällt. Machen wir Licht an, haben wir sogar auch. Auch hier, Sie sehen, bereits heute frisch bezogen worden, wegen unseren Gästen, die übermorgen sehr früh kommen. Ja, und hier sehen Sie, ich hoffe, man kriegt es auf dem Video mit, wie groß das Zimmer ist. Das heißt hier, Sie haben es gerade beim Reingehen gesehen, großes Doppelbett. Und hier geht es dann hinter mit einem ja, größeren Kleiderschrank. Und hier dann eben auch noch die Sitzecke. Was im Moment noch fehlt, ist ein schöner kleiner Tisch. Der kommt aber auch noch. Übrigens, die Stühle. Sehen die bequem aus oder eher nicht? Die sind super bequem. Eigentlich fast zu bequem, da kann man nämlich richtig einschlafen. Ich setze mich mal ganz kurz rein, aber nur kurz, wenn ich das nicht dann hier einschlafe auf dem Video, geht ja gar nicht. Das ist herrlich. Richtig relaxend. Fehlt hier nur noch der kleine Tisch und dann kann man hier seine, ja, seine kleinen Gespräche unter den Erwachsenen führen, in Anführungszeichen. Denn das ist die Idee dahinter natürlich. Es gibt genügend Freifläche, es ist hier eine große Terrasse bei dem Haus dabei. Und es ist auch ein großes Kindchen in der Anlage zur Verfügung, steht zur Verfügung. Und wir bauen gerade, wir nennen es unsere französische Ruheecke auf. Das zeigen wir in einem der nächsten Videos. Das ist, wenn Sie wollen, das ist eine kleine Terrasse in der Gartenhälfte stehend, die mit einem französischen Gestell und auch überdacht ist, wo wir Ruheliegen reinstellen wollen. Oder auch sowas, muss man mal schauen, was uns besser gefällt, wo man einfach zum Entspannen mitten im Garten sitzen kann. So, Sie sehen schon, die Sprache geht runter. Ich kriege Zeichen, stehe auf, sonst schläfst du mir noch ein. Mache ich natürlich. Das war das Haus, das ist das Haus Orchidee. Ich denke, Sie haben einen guten Eindruck gewinnen können, wie es mittlerweile innen drin aussieht. Und wir schauen uns jetzt auch noch gemeinsam an, wie es draußen in der Gartenanlage, in der Außenanlage, wie es da gerade aussieht und welche Fortschritte wir gemacht haben. Ja, und ich sitze schon wieder, aber ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Auf der Terrasse und Sie sehen, die ersten Terrassen. Kissen sind fertig, in unserem Grün natürlich auch, passend zu den ganzen Möbeln. Da sehen Sie, passend die Stühle dazu. Und da ich das Video noch ein bisschen weitermachen möchte, lege ich mich auch hier nicht hin. Aber ich gebe es zu, werde heute den Nachmittag richtig, ja, richtig faul wohl dann ausklingen lassen, wenn ich das Video fertig habe. Wir schauen uns mal an, wie die Gartenanlage aussieht, was ich da alles getan habe. Kommen Sie mit. Ja, der Wind geht ziemlich heute, wobei es ist sehr warm, sehr mild, also richtig schön angenehm. Und Sie sehen, das sind die Kleinigkeiten, die mittlerweile in der Außenanlage vorangehen. Gestern wurde dieser ganze Bereich, man sieht es an der aufgeblühten Erde, frisch gemacht von unserem Gärtner. Sie sehen, eine Palme, zwei Bäume, hier vorne nochmal zwei Bäume, hinten ist schon ein bisschen Rasen dran. Und das muss jetzt fleißig gegossen werden. Dann wird es auch in den nächsten Monaten, Wochen werden ein bisschen untertrieben, aber in den nächsten Monaten wird das richtig schön grün werden. Und das hatten Sie im letzten schon gesehen, auch hier ums Kinschu sind bereits Bananitas gepflanzt. Die sehen zwar alle gerade braun aus, die Videokamera kommt wieder zurück. Grund ist beim Umsetzen von Bananitas, klar, da stirbt erstmal oben das Grüne ab. Die Wurzeln sind aber noch intakt und wie gesagt, das muss einfach wieder unten frisch kommen. Und Sie haben es gerade auch im Bild gesehen, auch vor den Häusern ist bereits Rasen und andere Pflanzen gesetzt. Und brauchen wir einfach ein bisschen Zeit. Die Sonne kommt eigentlich auch fast automatisch jeden Tag wieder raus und dann wird das Ganze richtig kommen.
schauen wir uns an, was noch passiert ist. Ich stehe auf unserem Parkplatz. Was ist das Besondere? Den oberen Aufbau, den kennen Sie schon, aber wenn Sie auf den Boden schauen, dann sehen Sie, er ist vollständig mit den Natursteinen mittlerweile ausgekleidet. Und er ist damit rein, was die Steine betrifft, fertig. Es muss noch einmal das Ganze sauber gemacht werden, es muss noch ein bisschen Patina drüber. Ja, aber generell, die Steine liegen alle. Sämtliche Gehwege, die wir in dieser Phase fertigstellen wollen, sind alle fertiggestellt. Auch das ist passiert. Und jetzt komme ich zu einem Highlight. Ich blende extra nochmal aus und dann blende ich wieder ein und dann sehen Sie gleich das Highlight von dieser Woche. So, Trommelwirbel. Die ganze Anlage haben wir Zen Garden Paraguay getauft und bis jetzt alles, was Sie gesehen haben, ist natürlich alles sehr, ich sag mal, standardmäßig angehaucht. Das heißt, das kann man in jedem Land dieser Welt wiederfinden. Das heißt, um einen Zen Garden draus zu machen, müssen wir natürlich jetzt, möchten wir, wollen wir jetzt natürlich auch dementsprechende Elemente einbringen. Und das erste, das zentrale Element ist unser Garten. Genau in der Richtung wird es weitergehen. Wir haben, wie gesagt, wir werden den Garten in diesem Stil einrichten, vollständig. Und ich habe Ihnen ja gesagt, vorhin im Haus schon, wir haben zum Beispiel auch jetzt eine französische Ruhefläche zu bauen. Ich sehe sie da hinten. Im Moment liegt sie vollständig in der Sonne, aber wie ich gesagt habe, da kommt noch eine Markise, also ein französisches Metallgestell drauf. Und das Ganze dann auch noch mit einem Dach, sodass man dann gemütlich im Schatten sitzen kann. Es werden natürlich dann auch später noch Bäume drumherum gepflanzt. Und was haben wir noch? Oh ja, und was wir natürlich auch noch als großes Highlight haben, das ist nicht einmal in unseren Unterlagen, das ist nirgends im Moment zu finden. Das war eine Idee, die Nathalie und ich vor ein paar Wochen hatten. Und wir haben auch jetzt angefangen, es schon umzusetzen. Und zwar, das sehen Sie hinter diesem Baum, da sehen Sie, es sieht aus von hier wie ein kleines Häuschen, was da gebaut wird. Das wird unser kleiner Sparbereich. Das heißt, das wird auch nicht vollständig geschlossen. Ja, und wenn Sie sich noch anschauen, auf der rechten Seite wird die Wand nach oben gezogen. Und da ist der Teil vom Sparbereich, wo eine Dusche sein wird und auch eine Sauna. Sauna im Sommer brauchen Sie hier nicht unbedingt. Da sind die Außentemperaturen ja, können so um die 35, 40, 45 Grad werden. Aber es gibt auch noch 6 Monate Winter und da kann es schon mal frisch werden und wer es mag, eine ganz tolle Sache. Dazwischen gibt es einen Ruhebereich und auf der linken Seite kommt ein Jacuzzi, ein Whirlpool hin. Und Sie sehen, die Wände werden auch nicht höher als das, was Sie jetzt sehen. Übrigens, die Bodenhöhe ist dort, wo die schwarze Umrandung ist. Das ist die Nicolina, die wasserabweisende Schutzfarbe, die da angebracht wurde. Level ist der Boden. Darauf steht dann eben der Jacuzzi und man sieht dann eben auch durch das offene, ja, es ist kein Fenster, es ist ein offener Bereich, das ist nur eine Säule. An der Seite hört die Wand von hinten hört auf und dann hat man vollständig freie Sicht in den Garten aus dem Jacuzzi. Und was natürlich auch hinkommt, weil Jacuzzi, Wasser, ganz klar, es kommt natürlich auch ein Moskitonetz hin. Das heißt, man hat dort im Spa-Bereich kein Problem mit Fliegen, mit Stechmücken. Außer man geht nicht schnell genug rein, dann kann vielleicht mal eine durch die Türe mit reinkommen. Aber generell ist das Ganze vor Insekten natürlich geschützt. Das war's diese Woche. Sie sehen, Fortschritte sind da. Und wie ich schon gesagt habe, wir vermieten auch schon. Den Verkauf haben wir im Moment noch nicht wieder angestoßen. Das heißt, wir sind noch hier im Gartenbereich zugange. Aber wir haben immer noch vor, 2 Haushälften, genau wie Sie es schon gesehen haben, eine wie die Orchidee, eine größere Haushälfte und eine kleinere Haushälfte, werden wir noch bauen und die bieten wir auch zum Verkauf an. Und es besteht jetzt einfach die Möglichkeit, sich selber vor Ort von der gesamten Anlage zu überzeugen und vor allem auch von der Bauqualität. Wir haben eine Baubeschreibung bei unseren Bauobjekten natürlich immer dabei. Das heißt, man sieht oder es wird hier im Vorvertrag gleich mitgegeben, wie wir ausführen werden.
aber wie gesagt, noch viel besser ist, dadurch, dass die ersten beiden Häuser fertig sind, besuchen Sie uns. Lernen Sie uns, lernen Sie den Zen-Garden kennen und vor allem lernen Sie persönlich die Häuser kennen, die wir zum Verkauf hier anbieten. Es sind nur zwei, die wir anbieten. Und ja, übernachten Sie hier als unser Gast. Wir sind buchbar über die gängigen Portale. Wie gesagt, im Moment finden Sie uns da noch nicht, aber das werden wir in den nächsten ein, zwei Wochen live schalten. Und dann haben Sie, wie gesagt, die Möglichkeit, sich selber von der Bauqualität als Gast hier im Zen-Garden zu überzeugen. So, das war's für diese Woche. Ich habe fertig. Nicht vergessen, hat Ihnen das Video gefallen? Dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und zwar gleich hier unter dem Video anklicken. Und wenn Sie die Glocke anklicken, dann werden Sie automatisch informiert von neuen Videos. Also am besten gleich zwei Klicks, wenn Sie die Glocke noch nicht aktiviert haben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Hoffe, wie gesagt, dass es Ihnen gefallen hat. Ihr Zen-Garden-Team Paraguay. Tschüss!